Willkommen in der Minecraft-Version 1.7. Dieses Update wird offiziell auch das Update, das die Welt verändert hat, genannt. Und warum das so ist, zeige ich euch heute mit all den Neuerungen in diesem Video. Nach dem Intro. Grundsätzlich bringt die Minecraft-Update-Version 1.7 viele, viele neue Dinge in das Spiel ein. Aber das Hauptziel des Updates ist es, die Welt neu aussehen zu lassen und sie so zu verändern, dass man dort immer wieder Neues entdecken kann und nicht so aussieht wie noch zuvor in der 1.6 oder noch älteren Version. Ob das Ganze dem Update gelungen ist und den Entwicklern von Mojang aus, könnt ihr ja selber entscheiden, schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare, wenn ihr das Video gesehen habt. Das erste, was ich euch heute zeigen möchte, sind die ganzen neuen Biome, die eingefügt wurden. Insgesamt sind dies weit über doppelt so viele, wie es zuvor gab. Und anfangen tun wir einfach mal mit dem Mesa-Biom, in dem wir uns jetzt auch gerade befinden. Und auch ganz unten, denn unten sieht es aus wie eine Wüste, nur mit rotem Sand, welcher neu ist. Diesen könnt ihr auch ganz normal in einen Ofen reinpacken, mit etwas Kohle oder Lava, und werdet dann daraus ganz normales Glas erhalten. Dieses Glas könnt ihr aber später färben, und wie das Ganze geht, zeige ich euch später auch noch. Auf diesem Sand könnt ihr natürlich auch tote Büsche und Kakteen finden, denn wie gesagt, es ist wie eine Wüste aufgebaut. Dann gibt es 7 verschiedene Farben angehärteten Clay, die die Berge dieses Clay Canyon Mesa Biomes darstellen. Das ganz normale Braun, Orange, Weiß, Hellgrau, Dunkelbraun, Rot und obendrauf werdet ihr einige Graslandschaften finden, die allerdings nicht allzu häufig sind, mit etwas Grassless Dirt, den ich euch auch gleich noch einmal genauer zeige. Ein paar Bäume drauf, die aber schon recht tot aussehen. Und ansonsten gibt es in diesem Biom nicht viel zu sehen. Das zweite neue Biom ist der dunkle, überdachte Wald. In diesem findet ihr neue Bäume, die alle 2x2 Felder groß sind. Die Dark Oak Woods oder auch zu Deutsch dunklen Eichenbäume. Aus diesen erhaltet ihr noch dunkleres Holz als das Tannholz. Aus denen könnt ihr nur noch Treppen und Halbstufen herstellen. Und aus den Blättern, die genauso aussehen wie die alten Eichenblätter, nur einen eigenen Namen tragen, nämlich dunkle Eichenblätter, erhaltet ihr die dunklen Eichensetzlinge. Diese müsst ihr dann auch wieder in einem 2x2 Feld anordnen, dann etwas Zeit investieren oder einfach Knochenmehl, um daraus die großen Bäume zu erhalten. Diese haben keine speziellen Wachsvoraussetzungen und können so gut wie direkt nebeneinander wachsen. Neben diesen Bäumen findet ihr in diesen Wäldern auch noch große rote und große braune Pilze, sowie einzeln herumstehende Birken oder normale Eichenbäume, ein paar der neuen Blumen und das hochgewachsene Gras, was ich euch gleich auch nochmal zeigen werde. Das Biom, was wirklich viele Leute meiner Meinung nach zu Recht hassen, ist der Birkenwald. Dieser besteht zu 100% nur aus Birkenbäumen, das heißt nur weißes Holz mit weißen Treppen und weißen Halbstufen für euch. Aber ich denke, das ist ein ganz nettes Biom, um auszuprobieren, ob das Feuerzeug noch funktioniert oder die Lava auch einfach mal auf dem Boden schwimmen kann. Ein sehr seltenes, aber ziemlich cooles neues Biom mit einigen neuen Blöcken ist die Megatiger. Hier findet ihr 2x2 große Tannenbäume, die noch größer sind als die Bäume aus dem Dschungel. Eine neue Grasvariante, das Potzol, welches eine Art Laubboden darstellen soll, welcher auch unter Bäumen noch existieren kann. Das Grassless Dirt, was ich euch eben in der Mesa schon einmal gezeigt habe, auf dem eben kein Gras, kein Mycelium oder auch dieses neue Potzol sich nicht drauf überträgt. Dennoch können darauf Pflanzen wie dieses Gras, der Fern oder das doppelte Farn, was nun 2 Blöcke hoch ist, wachsen. Außerdem findet ihr in diesem Biom noch auf dem Boden liegende Mossy Cobblestones. Ihr findet dort drin allerdings keine Kisten, keine Monster-Spawner oder auch sonst nichts. Diese sind einfach nur auf dem Boden. Warum? Es ist halt so. Ihr könnt diese großen Tannenbäume auch selber züchten, ähnlich wie bei den Dschungelbäumen oder den dunklen Eichenbäumen. Braucht ihr dafür 4 Setzlinge, baut diese nebeneinander auf, benötigt dann noch etwas Zeit oder Knochenmehl und macht daraus einen großen Tannenbaum. 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 Sagen Knochenmehl und Tannenbaum. Eine weitere neue Baumvariante findet ihr in der Savanne, und zwar die Akazienbäume. Von außen schön grau und von innen recht rot. Könnt ihr aus diesen Baumstämmen auch wieder neue Holzplanken herstellen, die sehr rot sind. Daraus könnt ihr noch Treppen und Halbstufen machen und aus den Blättern, die ebenfalls wieder genau wie die Eichenblätter aussehen, kriegt ihr auch natürlich die neuen Akaziensetzlinge raus. Dafür benötigt ihr nur einen und nicht wie bei den anderen neuen Bäumen 2x2, also 4 Stück, etwas Knochenmehl oder wieder Zeit und werdet daraus dann einen Akazienbaum erhalten. Diese haben auch kleine Äste oder können ganz schön schräg wachsen, so wie dort hinten zu sehen. Das Ganze hängt aber vom Zufall ab und ihr könnt daran nicht irgendwie rummanipulieren. Das letzte wirklich neue große Biom ist das Eisstacheln-Biom. In diesen findet ihr kleine und große Eisstacheln, die aus dem Boden herausragen und bis zu einer Höhe von knapp 150 Blöcken wachsen können. Diese bestehen aus einem neuen Eis, dem Packet-Eis. Dieses kann nicht schmelzen und wenn ihr es abbaut, wird es auch nicht zu Wasser. Dieses Biom ist vielleicht nicht gerade freundlich, um da drinnen zu wohnen, aber auf jeden Fall ziemlich cool. Und daneben sehen wir direkt das nächste neue Biom, zu dem wir jetzt kommen.
Und bei diesem Biom handelt es sich um den Blumenwald oder Flower Forest in der offiziellen Aussprache. Hier findet ihr sehr, sehr viele Blumen, wie ihr wahrscheinlich auch schon erkannt habt. Und vor allem findet ihr hier die neuen Blumen alle sehr, sehr viel, zu denen wir gleich noch einmal kommen. Ansonsten ist es eigentlich wie ein normaler Wald mit Eichenbäumen, Birkenbäumen, ein paar Hügeln und vielleicht mal einem etwas höheren Berg. Aber mehr Neues gibt es hier nicht zu sehen. Eine weitere neue Abwandlung eines bereits existierenden Biomes wären die Sonnenblumenebenen oder auch Sunflower Plains. Diese sind nicht anders als die normalen Ebenen, außer dass ihr hier noch Sonnenblumen finden könnt. Diese schauen übrigens immer nach Osten, das heißt, sind vielleicht eine kleine Orientierungshilfe, falls ihr zu eurem Haus suchen solltet und wisst, in welche Richtung es liegt. Aber sonst kann man mit diesen Sonnenblumen eigentlich auch nicht viel anfangen, man kann diese zwar abbauen und sich selbst woanders hinstellen, aber dadurch, dass sie immer in eine feste Richtung schauen, sieht es doch recht komisch aus. Und mehr gibt es in diesem Biom an sich auch nicht zu sehen. Es gibt natürlich noch weit mehr neue Biome, denn ich habe ja schon erwähnt, dass es weit über doppelt so viele neue Biome gibt, wie es vorher schon gab. Aber viele dieser Biome sind einfach nur Abwandlungen bereits existierender Biome, wie zum Beispiel ein Steinstrand oder ein Gravelstrand, eine Wüste, in der mehr Hügel vorkommen oder die einfach nur sehr, sehr flach ist und vieles weiteres. Daher kommt doch überhaupt erst die Zahl zustande, dass es weit über 30 neue Biome geben soll. Ich denke aber, diese ganzen Abwandlungen wollt ihr nicht einzeln sehen, deshalb machen wir mal mit etwas anderem weiter. Und zwar ist das der Amplified World Typ. Diesen könnt ihr erstellen, indem ihr ihn einfach bei der Weltgeneration auswählt, so wie Large Biomes oder auch Superflat. Diese Welt wird dann einfach ganz, ganz große Strukturen erstellen, die bis in den Himmel hineinragen. Extreme Hills Biome können dabei sogar über 256 Blöcke hoch werden, das heißt, sie existieren einfach nicht mehr dort und sind sehr flach abgehackt. Hier einfach mal auf einer kleinen Survival Island gezeigt, sind es eben sehr, sehr hohe Berge. Dabei können ziemlich coole Strukturen, Überhänge oder auch mal ziemlich tiefe Ozeane und Schluchten entstehen. Es kommt nicht selten vor, dass die Schluchten, die man ja sonst aus den normalen Welten auch kennt, einfach so tief gehen, dass sie bis zum Bedrock gehen oder sogar durch dieses hindurch Lava generieren, sodass ihr in das Void gelangen könnt. Denkt aber natürlich daran, dass man für so eine Welt einen recht guten PC braucht. Ich renne jetzt gerade nebenbei und daher ist es sehr schwer, das zu zeigen. Es ist einfach eine extreme FPS-Einbuße. Normalerweise habe ich ca. 300 FPS und jetzt gerade mal 30. Das ist schon ein extremer Unterschied. Und dabei muss man noch bedenken, dass in der 1.7 vieles neu geschrieben wurde, so dass die Weltgeneration nicht mehr so schwer ist wie noch in der 1.6. Es wurde allgemein eine Menge neu geschrieben, wie auch der Network Code oder das Resource Pack System und das Sound System. Das zeige ich euch noch etwas genauer gleich einmal, aber ich wollte einfach schon mal vorne wegnehmen. Wie ihr vielleicht auch schon gesehen habt, macht man kleine Partikel, wenn man von irgendwo runterspringt. Erst dann, wenn ihr Fallschaden nehmen würdet, also nicht, wenn ihr nur einfach so springt. Das sind einfach die Partikel von dem Block, auf dem ihr landet, und umso mehr Fallschaden es wäre, wenn ihr denn im Survival-Mode wärt, umso mehr Partikel und größer sind diese. Im Laufe dieses Videos habt ihr sicherlich schon die ganzen neuen Blumen, die es so gibt, gesehen. Insgesamt gibt es 14 neue Pflanzen oder auch insgesamt nun 16 Blumen mit großen Büschen zusammengerechnet. Die einzige Blume, die es noch von früher gibt, ist das Dandelion hier, also die gelbe Blume, die man sonst schon in den Welten gefunden hat. Die Rose an sich gibt es nun auch nicht mehr. Es gibt nun einfach eine Poppy, die Rosen ersetzt, falls ihr diese noch in den alten Welten hattet. Rosen gibt es jetzt neu in großen Büschen, wie hier zu sehen. Dann gibt es auch das doppelte Farn und das doppelte Gras, was ihr schon einige Male gesehen haben dürftet. Eine Art Lavendel, die Sonnenblumen, die ich euch eben schon gezeigt habe, die halt immer nach Osten schauen. Einige Sorten an Tulpen und andere Blumen. Und das Gute ist, aus jeder dieser Blumen könnt ihr euch auch Farbstoffe herstellen, außer jetzt von dem Gras hier mal abgesehen und der Sonnenblume. Das heißt, ihr könnt noch blaue Farbe, lilane Farbe oder Knochenmehl recht einfach erstellen. Ebenfalls habe ich eben schon einmal erwähnt, dass es nur noch buntes Glas gibt. Endlich einmal. Und zwar in all den Farben, denen es auch Wolle, Teppiche oder gehärtetes Clay gibt. Das heißt, es gibt insgesamt 16 verschiedene Fensterfarben. Diese Blöcke könnt ihr zum einen herstellen, indem ihr einfach 8 Glas um eure Crafting-Inventar herumpackt und in die Mitte einen Farbstoff. Dann könnt ihr daraus auch noch die Glasscheiben herstellen. Dafür benötigt ihr einfach wieder 6 von dem gefärbten Glas, ordnet sie an, wie auch sonst, als würdet ihr Eisengitter oder normale Glasscheiben herstellen wollen und erhaltet 16, hier in diesem Fall rote Glasscheiben. Schön ist in diesem Fall auch die Änderung, dass Glasscheiben und Eisengitter sich nun auch untereinander und mit anderen Glasblöcken oder nicht ganz so festen Blöcken wie Eis verbinden. Außerdem sind diese Blöcke nun 2 Pixel dick, wenn man sie von der Seite anschaut und nicht mehr nur noch 1 Pixel. Das hat keinen wirklichen Nutzen, denn ihr fallt immer noch genauso von ihnen runter wie sonst auch, aber es ist eben so. Aber auch schon existierende Biome haben Abänderungen bekommen, so wie der Dschungel.
Die Bäume an sich haben nun mehr einzelne Äste und ihr könnt nun hier auch Melonen finden. Außerdem ist der Dschungel sehr, sehr viel seltener geworden und ihr werdet nun nicht mehr so gut wie in jeder Welt, die ihr erstellt, direkt einen Dschungel vor euch haben. Das Zuckerrohr passt sich nun auch der Foliage-Color eines Biomes an. Das ist das, woher auch die Blätterfarbe bestimmt wird. Sprich, in einer Wüste ist das Zuckerrohr etwas gelblicher und hier im Dschungel sehr grün. Man sieht auch schon hier alleine in dem Flussbiom, was ja in diesem Dschungel drin ist hier, dass das Ganze etwas graugrüner geworden ist, als noch dieses sehr saftige und fette Grün wie im Dschungel. Und auch der Sumpf wurde sehr zum Positiven verändert. Nicht nur, dass ihr hier nun etwas mehr rote Pilze findet, es ist nun auch sehr viel grüner und sieht dadurch wirklich sehr viel schöner aus. Außerdem ist der Wasseranfang nun verändert worden. Ihr werdet es nun einfach etwas sumpfiger erleben. Es gibt einzelne kleine Marschblöcke, so dass eben kleine Wasserpfützen da sind und sich das erst langsam zum Wasser ausfächert. Außerdem findet ihr die Seerosen nun mehr am Rand. Das Ganze kann dann auch so aussehen wie hier, dass ihr einen kleinen Innensee habt mit sehr viel Seerosen direkt am Rand, aber wenn man dann schon weiter ans Wasser rausgeht, findet ihr weniger Seerosen und das Wasser wird auch etwas heller. Das Ganze ist auf jeden Fall sehr schön und mittlerweile ist der Sumpf gar nicht mal mehr so schlecht. Es gibt noch viele kleinere Änderungen an bereits existierenden Blöcken. So könnt ihr nun zum Beispiel Eis durch Wasser, Wasser durch Eis oder Portale durch Wasser und Eis sehen und diese nun noch abbauen. Außerdem ist es euch nun möglich, indem ihr ein Item-Frame nur einmal anhaut statt direkt zweimal, erstmal das Item aus dem Item-Frame herauszuerhalten und erst beim zweiten Mal draufklopfen, auch den Item-Frame abzubauen. Das Flint in Steel ist nun ein Shapeless Crafting-Rezept, das heißt, ihr braucht einfach nur ein Flint und ein Steel in euer Crafting-Inventar zu packen. Damit könnt ihr dann nun auch die bis zu 23x23 Block großen Höllenportale anzünden, die jedoch mindestens so groß wie früher sein müssen. Solltet ihr euch irgendwas selber anzünden, könnt ihr euch nun in einem Cauldron auch löschen, diese funktionieren sogar in der Hölle. Und Karten zeigen nun auch bunte Blöcke an, sowie diese Wolle und den Clay hier hinter uns, jedoch nur wenn ihr sie in der Hand haltet. Außerdem können diese nun in Itemframes gepackt werden und somit können sehr große Karten an eurer Wand erstellt werden. Bücher könnt ihr nun genau wie Maps duplizieren. Dafür müsst ihr einfach ähnlich wie bei den Karten einmal das geschriebene Buch oder eben die geschriebene Karte und ein leeres Buch oder eine leere Karte ins Inventar packen und erhaltet dann zweimal das geschriebene Buch. Es gibt nur noch eine neue Potion und zwar die Wasseratmungspotion. Diese stellt ihr euch mit dem neuen Kugelfisch her, den ihr angeln könnt mit dem neuen Angelsystem. Dazu gleich noch mehr. Angeln tut ihr an sich immer noch so wie früher und zwar mit einer Angel, einem Rechtsklick und etwas Wasser. Nur wurde einiges verbessert und verändert. Zum einen werden nun Partikel angezeigt, wenn Fische zu eurer Angel hinschwimmen. Diese kleinen Wasserspritze, die ihr dort seht, stellen eben Fische dar, die immer dichter zu unserer Angel hinkommen werden. Und irgendwann geht dieses Teil in der Mitte wieder runter und wir können etwas rausholen aus dem Wasser. Angeln können nur noch verzaubert werden. Und zwar mit zwei verschiedenen enchanteten Büchern. Einmal dem Luck of Sea, welches euch eben mehr Glück bringt. Das heißt, ihr könnt häufiger Schätze finden und weniger Müll, was das ist, gleich nochmal. Und dann gibt es noch Lure, mit dem es einfach schneller geht. Das heißt, wenn ihr eine Angel reinhaltet, werdet ihr umso schneller etwas am Haken haben. Es gibt vier verschiedene Arten an Fischen. Den ganz normalen alten Fisch, den man immer noch essen kann. Lachs, den man ebenfalls einfach braten und essen kann. Clownsfische, die keinen Nutzen haben. Und die Kugelfische, die euch vergiften, euch Hunger geben und langsam machen und etwas blind, wenn ihr sie einfach so isst. Oder die ihr einfach für den Wasseratmungstrank benutzen könnt. Außerdem gibt es neben den Fischen nun 7 Schätze und 11 Müll-Items, die ihr sammeln könnt. Wie gesagt, Schätze mehr und Müll weniger, wenn ihr Luck of Sea auf eure Angel verzaubert. Schätze wären sowas wie Angeln, Bögen oder Bücher, gegebenenfalls auch verzaubert, Tritthaken, Sattel oder Seerosen oder auch Namensschilder. Ziemlich cool auf jeden Fall. Müll ist dann sowas wie Schuhe oder auch kaputte Schuhe, etwas Leder oder eine Wasserflasche. Die Minecraft-Welt hat nun noch ein Ende erhalten, und zwar bei 30 Millionen Blöcken entfernt vom Spawn aus, in alle Richtungen, sowohl im Nether, in der normalen Welt als auch im End, wenn ihr da jemals so weit von der Endinsel wegkommen solltet. Das erkennt man sogar ziemlich gut daran, dass dort dann einfach plötzlich etwas heller wird. Ihr kommt einfach nicht durch diese Wand hier durch, auch mit Anlauf, und man kann sich auch nicht durchteleportieren mit den normalen Teleportationsbefehlen, wenn man jetzt einfach hier eine sehr hohe Zahl eingibt, kommt einfach die Fehlermeldung, dass es zu hoch ist. Und wir können einfach nur dumm gegen diese Wand gegenfliegen. Wobei 30 Millionen Blöcke nun echt eine Menge sind. Das heißt, es sollte nicht so häufig passieren, dass ihr da plötzlich gegen eine Wand lauft, durch die ihr nicht durchkommt. Außerdem wurden einige Dinge am MBT-Edit-System verändert, die ich euch aber nicht zeigen werde, weil es einfach nur was ist für wenige Leute, die auch Maps erstellen und etwas umständlich ist zum Zeigen. Es gibt Command-Blöcke in Minecarts, die man sich nur schummeln kann, die genauso funktionieren wie normale Kommando-Blöcke, die über neue Schienen ausgelöst werden, die Activator-Rails, die es seit der 1.4 gibt. Und man kann Boote nun wieder mit WASD statt mit der Maus steuern.
Ihr könnt Creeper jetzt auf eine ganz lustige Art und Weise zum Explodieren bringen. Ihr braucht einfach einen Creeper und ein Feuerzeug, dann macht Rechtsklick auf den Creeper und er wird in die Luft fliegen. Ganz schön bestialisch. Hexen spawnen jetzt etwa genauso häufig wie Endermänner auch außerhalb von Sümpfen. Das heißt, ihr könnt diesen jetzt auch einfach so mal in Höhlen oder des Nachts über den Weg laufen. Kann ganz schön gefährlich werden, wenn sie euch einen Gifttrank ins Gesicht werfen. Aber auf jeden Fall mal schön, wieder einen neuen Mob außerhalb der Dörfer und so zu sehen. Ihr könnt nun einen Knopf festlegen, der fürs Sprinten da ist. Das geht immer noch durch das doppelte Antippen von W, aber es gibt noch einen Knopf, der es durchs einmaliges Antippen aktiviert. Bei mir hier die linke Steuerungstaste. Dadurch ist es nun auch möglich, auf Pferden zu sprinten oder in Booten. Pferde machen vielleicht noch Sinn, weil sie galoppieren können, aber wie kann man mit einem Boot sprinten? Erklärt mir das! Bitte! Solltet ihr sterben und dann auf den Title Screen Button klicken, wird noch eine Warnung erscheinen, ob ihr nun wirklich in den Title Screen wollt oder doch respawnen wollt, falls ihr im Rage einfach mal wild irgendwo hingeklickt habt. Es gibt wieder ein paar neue Achievements und Statistiken, die ihr allerdings erst freischalten müsst. Ihr könnt diese nun auch mit einem /Achievement-Befehl euch einfach geben, wenn ihr zu faul seid, diese Achievements einfach so zu holen. Aber welche Achievements das genau sind und so zeige ich euch jetzt nicht, weil das einfach zu lange dauert und Achievements, glaube ich, sammelt eh keiner. Vor allem, wenn man die jetzt pro Welt einzeln sammeln muss und man diese nicht mehr auf einer Welt sammeln kann und dann auf allen Welten hat. Recht zu Beginn dieses Videos habe ich schon einmal erwähnt, dass das Resource-, Sound- und Lichtsystem neu geschrieben wurde. Das heißt, es gibt nun kaum noch welche von diesen Lichtbugs, die manchmal an Bergen erscheinen und sehr schwarz wirken. Außerdem ist es im Resource-Packs-Menü möglich, mehrere Resource-Packs auf einmal auszuwählen. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel einmal dieses hier auswählen, mit dem Klick auf die Play-Taste hier, oder wenn ihr es wieder raus haben wollt, wieder auf die Pfeiltaste hier rechts, dann könnt ihr sie wieder rausnehmen, oder auch einfach mal verschiedene Packs zusammennehmen. Es gibt nämlich Soundpacks und Texturepacks. Snow Song hier zum Beispiel ist ein Soundpack. Dieses packen wir jetzt drüben hin und es ist ganz oben. Das heißt, wir werden jetzt die Snow Song Sounds haben. Da unten ist das Animated Default, welches dann an zweiter Stelle steht. Das heißt, alles, was Snow Song nicht belegt hat, wird Animated Default belegen. Und falls da was fehlt, kommt das normale Default dazu. Das heißt, wir haben jetzt gleich etwas andere Sounds im Spiel und außerdem animierte Blöcke wie das Gras hier oder das Glowstone, welches sich jetzt hier nicht befindet. Es gibt noch einige Veränderungen unter den Video-Settings. Dort könnt ihr nun die Renderdistanz individuell verstellen und nicht nur zwischen Tiny und Far auswählen, sondern eine Chunk-Anzahl festlegen. Von 2 bis 16, was mehr ist als Far damals noch. Wir gehen wieder auf 12, damit die Welt nicht neu laden muss. Ihr könnt die maximale Framerate nun auch nicht mehr ganz so doll gestuft einstellen. Und zwar von 10 bis Unlimited oder zuvor 250 FPS. Warum man jetzt mit 10 FPS spielen sollte, ist mir nicht ganz klar, aber die Option ist auf jeden Fall da. Ich rate euch einfach auf Unlimited zu stellen. Dann gibt es jetzt noch MipMap und Anisotropic Filtering, was ich so gut wie nie vernünftig aussprechen kann. Das sorgt für etwas an Kantenglättung und Mipmapping, lässt den Hintergrund ein wenig verschwimmen, was dafür sorgt, dass ihr bedeutend höhere FPS-Zahlen habt, aber eine bedeutend hässlichere Welt, zumindest in meinen Augen. Mache ich hier mal an, ganz kurz, und ihr werdet dann sehen, der Berg hinten links zum Beispiel wird einfach gleich aussehen wie ein bisschen Matsch. Neben den Video-Settings wurden auch die Sound-Settings verändert. Dort könnt ihr nun individuell einstellen, was wie laut sein soll. Es gibt einmal das Master-Volume, welches komplett aus sein kann, dann hört ihr einfach gar nichts mehr, oder auch einfach grundlegend zur Einstellung da ist. Dann gibt es einzelne Reiter für Musik, Wetter, normale Kreaturen, Spieler, Jukeboxes und Notblöcke, Blöcke, freundliche Kreaturen und die Umgebung. Das könnt ihr nun alles einzeln verstellen und so einstellen, wie ihr es haben wollt. Und die letzte neue Option sind die Super Secret Settings. Damit könnt ihr eine Art Shader auswählen, die nun auch im Spiel integriert sind. Es gibt viele verschiedene, die ich einmal im extra Video gezeigt habe und auch demnächst in einer neuen Reihe an PvP-Spielen einmal verwenden werde. Falls ihr es also sehen wollt, könnt ihr euch das einfach mal anschauen demnächst. Ich werde das hier vielleicht auch verlinken, wenn ich daran denke. Auf jeden Fall sind das recht coole Shader, die allerdings nicht wirklich zum Spiel beitragen. Und ich werde sie euch jetzt nicht alle einzeln zeigen, da das wieder eine ganze Menge sind. Es gibt noch eine ganze Reihe an neuen Kommandos, wie Set Idle Timeout, was nach einer von euch festgelegten Zeit einen Spieler im Multiplayer kickt, Tell War, welche eine rohe Nachricht aussendet, die zum einen keinen Namen vorhat und außerdem Links, Farben und Co. nutzen kann. Genaueres dazu liest ihr best auf der Wiki nach, da das ziemlich komplex ist. Mit dem /Summon-Befehl könnt ihr einzelne Kreaturen oder auch Falling Sands oder angemachtes TNT beschwören.
Wie gesagt, gibt es auch das /Achievement-Teil, womit ihr euch Achievements oder Statistiken setzen könnt. Ein /Test-for-Block-Command, mit dem ihr auf einer bestimmten Stelle gucken könnt, welcher Block dort steht. Und wenn dort ein richtiger Block steht, ein weiteres Wertesignal ausgelöst werden kann. Wie zum Beispiel ein Befehl für Set-Block, der an eine Stelle, die ihr ebenfalls wieder festlegt, einen Block hinsetzt. Dann gibt es noch /Set-World-Spawn, mit dem ihr den Spawn eurer Welt an eine bestimmte Stelle setzen könnt. Das überschreibt allerdings keine Betten und zählt auch nur für jede Dimension an sich. Und zu guter Letzt wurde der /Gift-Befehl verändert, so dass ihr damit nun auch Namen eingeben könnt statt IDs. Diese werden demnächst auch komplett ausgeblendet, so dass ihr nur noch /GIF euer Name und dann zum Beispiel Gras eingeben könnt. Der Networking-Code wurde auch neu geschrieben und zusätzlich der komplette Server-Browser überarbeitet. Ihr könnt dann einfach F5 drücken, statt auf Refresh zu klicken, um den Server-Browser zu aktualisieren. Außerdem können die Message of the Day-Nachrichten eines Servers nicht mehr über diesen rechten Rand hinausgehen und werden dafür einfach in eine weitere Zeile gepackt, was nun ebenfalls unterstützt wird. Außerdem können Server in 1.7 Server-Icons festlegen, die dann einfach hier angezeigt werden, aber es ist eben noch kein Server in 1.7. Daher kann ich euch auch noch nicht zeigen, dass ihr nun schon vorher, bevor ihr auf einen Server joint, sehen könnt, wer drauf ist, indem ihr einfach über die Spieleranzahl hovert. Neben dem Networking-System wurde auch das Login-System neu geschrieben und verbessert, so dass das Ganze jetzt woanders gespeichert wird, etwas sicherer ist und nicht mehr so häufig zu Ausfällen kommen soll. Ja, und das war es jetzt mit den Neuerungen, die uns die 1.7 so beschert. Und nach der 1.7 wird demnächst die 1.8 kommen. Es steht noch kein Name und keine Änderung dafür fest, aber ich werde euch darüber auf dem Laufenden halten. Wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst dafür am besten ein Abo da. Dann würde ich mich auf jeden Fall riesig über eine Bewertung freuen, denn dieses Video hat eine Menge Arbeit gemacht. Und ich hoffe einfach, es hat euch soweit gefallen, euch geholfen und wir sehen uns dann bestimmt auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.